Hallihallo und herzlich willkommen auf Doms Anker Channel. Heute im First Look FIFA 17. Heißt, wir gucken uns mal an, was das Ding kann und vergleichen es mit Pro Evo natürlich, was wir vor ein paar Tagen gespielt haben. Neben mir sitzt Wieder ich, der Martin. Hallo, grüß euch. der alte Kicker der. Und wir gucken als erstes mal schnell in Journey rein, spielen da ein Match. Da es über dein Profil geht, da hast du die Ehre, es zu spielen. Vielen Dank. Für die Blumen. Ja, mal schauen. Lieblingsverein. Okay, jetzt wird's interessant. Arsenal. Auf jeden Fall. Der FC Arsenal. Das wäre aber cool, wenn man jetzt direkt mit der Story tut irgendwo anfangen. Dass wir fix beim Menü anfangen. Wahrscheinlich ja. Und Aber es wer weiß. loaded, 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 loaded immer noch. Oh, was ergab das sonst für Sinn? U11 Regionalpokal. Ah, das sieht schon mal nicht besonders hübsch aus. Aber in der Demo, die man so gespielt hat, hat es nicht so angefangen, gell? Na, da hat man einfach irgendwas. Ah, da ist er noch klein. Paul. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then. Sieht ja alles ganz nett aus, außer die Umgebung. Ist aber ein bisschen unrealistisch, weil auf der UF spielst du nicht auf solche großen Tore. Oder habt ihr auf große Tore gespielt in der UF? Nein. Ja, wir haben auf kleine gespielt, das war sie ganz sicher. Die Wiesn schaut ganz gut aus. Tut sie eh mal. Ja. Boah, ja, guck. Schau dir mal das riesen Tor an. Oh, das ist lieb. Also. You failed. Die 9 Elfmeter sind so bescheuert. Das ist wieder Timing-Sache zum Drücken. Wirklich, was passiert, weil man nicht getroffen hat? Don't worry, mate. We're still in this. You guys. Good luck. This one's for you, Alex. Habe ich noch eine Chance? Na, der Kollege macht es. Dein bester Freund. Ich hab's nur wegen dramatischer gemacht. Und die anderen schießen nimmer. Okay. Das ist das Zimmer anders lackiert. Das Zimmer gefällt mir. Hey, first of many. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. Even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mama wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for it. Come on. What are you thinking?
This is what I want to do, like you and Dad. You know, there's a difference between playing at something and working. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life. George Baker was at the game today. He was impressive. The skull? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my own best goal with that. So 2-3 Tage, aber nicht länger. Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah. Might bring you luck too. You sure, Glendon? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, eh? Also meine Mama hat immer gesagt, in der Wohnung darf ich nicht Fußball spielen. Ja, das habe ich auch noch so gelernt, aber 7 Jahre später, hast du also 18 oder was? Sowas, ja. It's time, Alex. Das schaut gar nicht älter aus, der Opa. Ja, auch nicht. Ja, schon. Ja, wann geht's jetzt endlich los? Ja, es fangen wir die ganze Zeit schon. Ich will nicht bei Manchester spielen. Sicher, als Arsenal-Fan musst du bei ManU spielen wollen. Das ist dein größter Traum überhaupt. Ja gut, ManU ist nicht ganz so schlimm wie manch anderes. Stimmt, du würdest lieber bei Chelsea spielen oder bei Guck mal, wer hat Chelsea-Plakate? Okay, was muss ich das machen? Einfach mal ausbauen? Einfach am Sichtungslehrgang gehen. Wo ist das für Chelsea? Da war gerade ein Hazard-Poster. Das war in Wirklichkeit bloß für Bio-Hazard. Ah ja. Da steht einfach auf Atommüll. Da stehen auch ganz schön teure Autos für das, dass das eine Fußballakademie ist. Ja, manche Eltern, was die haben. Reiches Kind oder so. Also, manche Kinder haben reiche Eltern. Persönlichkeit. Cool, ausgeglichen, hitzköpfig. Nehmen wir mal die ausgeglichene Variante. Jetzt muss erst weinen. Hoi. Nimm mir Zug auf, was er gesagt hat. What academy, mate? Play like we can, we'll walk straight into a contract. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there. Okay, Jim. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you. Nice motor, mate. Boy, why don't you come over here and say that, Williams? I think I've got time to deal with you on it. I'm on my way to the Prem, mate. Send you a postcard. Sympathischer Mann. You let your talent do the talking. Hui. Hast du schon mal eine dicke Klappe gehabt? Jetzt darfst du aber sagen. Ja.
Werde ich. Ja, schön hitzköpfig die ganze Zeit. Ja. You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Boah, das kann ein Flimmern im Hintergrund. Na, die Linien. Hier schauen die Gesichter ganz nett aus. Naja, schauen alle aus, als wären sie auf Drogen, aber sonst. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. For some, it could be the start of the professional career you've all been working for. Ich hoffe, wir hören uns noch und nicht die Nachbarn zu laut, weil die schreien da draußen immer rum. Every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Mein Gott, machst du jetzt so dramatisch, lass uns kicken. Der wäre vielleicht der gegen den Kurzbrocken spielen. Ja, ganz sicher sogar. Oder der spielt mit mir am Team, das war lustig. Der Gabriel Kanzi ist mein Boy. Mann, so ein Kurzbrocken, solche Spieler mag ich eh schon. Konkurrenz ist immer gut. Nothing like a bit of competition. Schöner Satz. Ja, wir haben gesagt, was war Kotzbrocken? Ja, das war es war. Sag ich so. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multidimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position is best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Eine blöde Frage, er will schon stürmen sein. Vorne in der Zentrale oder außen? Nee. Vollblutstürmer. Oh, following in Granddad's footsteps, eh? Genau. Das habe ich natürlich gewusst. Großvater! Oh, ich glaube, es war wurscht gewesen, wo ich hingekommen war und hätte auch gesagt. Wie der Großvater. Vielleicht werden wir so teamen würden. Right, first up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. Mit 15 da. Und das loaded. Spielst du bloß an oder spielst du alle? Oh, ich spiel. Alle. Alex ist direkt mein Fahrgarten. Muss ihn gut ausschauen lassen, ne? Mein so? Gott. Ah, der war gar nicht drin. Warum nicht? Er ist daneben geschossen. Echt? So wo drin hast geschaut? Oh, aber die Kamera ist ein wenig. Ungut? Ja. Axel Hunter, was sind deine Aufgaben für das Match? Tor schießen. Stand und Siegstarten? Na, keine Ahnung. Ich bin da gestanden, ob ich wieder soll oder so. Gar nichts. Ich glaube, wenn es ein Tor schießt, wird der andere die umhacken irgendwann. Der komische Fatzke. Hey, ich spiele mit einem Ramsey zusammen. War nicht mit Gordon Ramsey oder so? Mann, spiel doch ab.
Diese rote Karten. Ja, ist jetzt nicht besonders spektakulär. Oh, Martin, schlecht verteidigt. Gib mir doch einen Kommentator, oder? Nee. Hör mal auf zu husten jetzt. Was soll das denn? Entschuldigung. Mit der Hacke nimm er mit. Oh, Elfmeter. Das ist eigentlich glatt rot, aber ist ja nicht so genau. Er hätte ja fast den Ball erwischt. Ja, fast. Hat ihn nur von hinten weggeholzt. Darf ich schießen? Oh, ich darf auswählen. Der Hund, die. Boah, die Elfmeter sind so behindert. Das gibt's ja gar nicht. Weil die Elfmeter im neuen FIFA sind komplett bescheuert. Das mit dem automatischen Anlaufen und alles. Ich mag das gar nicht. Ja. War in der Demo schon furchtbar. Und er kommt über links. Müsste flanken, flankt. Oh, Tormann hat ihn. Gute Leistung vom Part. Schlecht von Hunter. Man muss ja dem Ball entgegengehen, nicht warten, dass er kommt. Lernt man in der Grundschule schon. Oh, oh. Oh, er vernascht alle hier. Schuss, Tor, Tor, Tor. Zählt auch nicht, kann ich auch sagen. Gola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 . So ein Scheißdreck. Ich wollte gar nicht spielen, aber ist auch egal. So, wenn du Kato haben jetzt, spiele ich die zweite Halbzeit. Dann haben wir beide ein bisschen was von da. Dann kannst du ein bisschen kommentieren. Oh, er kommt über links. Er läuft. Er ist ganz allein. Wo ist dein Mitspieler? Oh. Da hätte er passen müssen. Ganz schwache Attacke. Und die orangen Köpfe hier kommen wieder nach vorne. Oh, er überläuft alle. Michael Bradley hier. Oh, gefährlich, gefährlich, was er macht. Halbzeit! Schwaches Spiel von Alex Hunter. Ja, mach's besser. Naja, Alex Hunter hat versagt. Ich habe nichts gesagt, oder? Hättest du Gareth schießen lassen, hat letztes Mal auch schon einen Arsch gerettet. Focus! Where's the Gareth? Oh, schalten alle aus. Oh, gerade so. Kommt gar keine zweite Halbzeit. Lol. Jetzt haben sie alle gelbe Leiber. Hatten sie vorher auch schon. Shooting drills. Let's see how good you are. Was darfst du machen, das wird so blöd. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen matchen, aber hey. Jetzt machst du euch die Minispiele aus FIFA 16. Das ist aber bescheuert. Oh Mann, Martin. So wird das nix, Alex. Na, da haben Vollspannschuss. Statt am schwulen Geschlänze hier. Bist du deppert? Nix kann er. Schwache Leistung. Schon ist er zurückgefallen. Ich schaffe ihn nochmal. Oh,
Na also. Es geht doch, wenn er will. Was ist los mit dir? Braucht immer zwei Versuche. In echt wäre es jetzt einfach ausgeschieden. Bam. Geht doch. Shame on you. Das erste Mal wieder nicht geklappt. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Mann. Keep it cool. Making you nervous, am I, Williams? That's what you get when you play with a big voice. Oh yeah, bring it on then, Hunter. Gib mir die auf die Eier. Trink du lieber mal was, dass du deine Stimme wieder in den Griff kriegst und das Gehuse hier. Lalalala. Ist ja unerträglich. Lalalala. Mein Gott, immer diese Loading Screens. So, was jetzt? Enge Ballführung. Ganz easy. Oh, ich bin ehrlich gesagt nicht so. Ui, das andere. Begeistert dabei. Ja, du spielst wieder Alexander. Naja, aber andere Übung. Die gab es im 16er. Nein, naja, die war wegen anders. Das ist eigentlich bloß kombiniert von zwei Übungen. Das ist aber kacke, die Ballführung, was du hier hast. Ich bin ja kein Dribbler. Mein Gott. Herrn Martin, das ist aber gar nichts, was sie hier machen. Sorry. Bei so einer schlechten Leistung wird man ganz anders. Das war nichts. Spiel doch einfach weiter. Muss nicht überall der Beste sein. Doch. Mein Opa zählt auf mich. Der Opa schon, aber ich nicht. Ist ja langweilig zum Zuschauen. Mein Gott, bist du ein Versager, ey. Recht viel mehr kann man sich nicht blamieren, als vom Stangerl faul zu werden. Jensen okay. Stanley hat überholt. Wer immer das ist. Mein Gott, diese Loading Screens sind aber lächerlich dazwischen. Ja. Immer so Jogging. Spannende Frage steht am Anfang. Torvorlagen. Lass mich auch mal was spielen, sonst knack ich die hier weg. Jetzt habe ich ganze Gläser, jetzt muss ich auch hier. Oh, die Kinder noch gar nicht so geil schießen. Du kannst es nicht. Oh, die Kinder noch gar nichts. Du kannst nichts. Das war bloß eine Flanke, Mann. Brichst du gar nicht mal einen Pass zusammen normal. Muss mir erst sagen, gewundert, dass die hier noch nichts kennen. Von mir redet er. Nichts kennen, ja genau. Ja, Alex schon, aber der andere Hans Wurst hier kann nichts. Der Walker, der kann genauso so viel wie du. Nämlich nichts? Du kannst nichts. Aber wer? Also, der Walker kann schon was, aber der andere hier kann noch nichts. War doch schön gemacht hier. Reicht für Platz 2. Ja, für Platz 2. So, ja, Platz 2 ist gut genug. Hey, hey, hey. Das ist schon exzellent, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Doch. Boah. Ich hoffe, der Loading Screen kommt danach nie wieder, weil er geht mich jetzt schon auf die Eier. 2 gegen 3. Okay. Na, Kago, die Bewertung hier. Verteidigen? Ah. Hä? 2 gegen 3. Nope. Nope, nope. Versagt. Das bin ich ja gewohnt von mir. Versagt. Da läuft sie aber nicht wirklich gut frei, ja? Versagt. Das
bin ich gewohnt von mir, wie gesagt. Mann, da hast du gar keinen rein. Nope. Ich glaube, das werde ich auch nochmal machen müssen. Sonst verkacke ich deinen Spieler hier direkt. Lauf dir mal vernünftig frei, du Pfeife, ey. Macht er gar nicht. Ich rette mal deine Punkte hier ein bisschen. Dem ich gleich mal einen Pfeilpass spiele. So viel mehr Punkte gibt es, Dings gar nicht, ne? Bam, Alter! Das ist Mitleid jetzt vom FIFA, glaube ich. Oh, mit Mühe nur verteidigt hier. Mindestens Zweiter werden, gell? Was? Mindestens Zweiter. Okay. Dritter ist gut genug. Nein. Es gibt bloß noch ein paar Punkte. Ja? Die musst du gut machen. Ja, im nächsten. Versorger. Von mir reden. Gebiete, was willst du überhaupt hörst? Wenn du den Elfmeter nicht verschossen, wären wir Erster. Okay. Definitiv. Hey, 11 gegen 11. Ja, all die Pappen, dass ich kann. Oh, ich hoffe, dass nach der Akademie gleich was Spannendes kommt. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. Immer schön bescheiden. Die gegenüber Trainer schon, sonst stell er nicht auf. Du willst so einer aufstellen, der sagt, hey, ich bin der Geilste, ich mache heute 50 Tore, weil ich bin einfach der aller Geilste. So hast du Ibrahimovic gemacht. Ja, aber auch nicht am Anfang. Die Cockiness hat er erst so mit 25 gehabt, da hast du einen Vogel komplett. Die hat sicher in der U12 gehabt oder so. Ja, genau, das ist schön. Hey, Arschler, was willst du überhaupt von mir? Du hast ja mit Dreiraller schon am Dings gefahren, am Trainingsplatz. Ja, genau. Da ist mit dem 3 BMW mit 15 schon auf dem Trainingsplatz gefahren. So, gleiche Spieler, zweite Halbzeit, und dann gibt. Passt doch, du Nasenbär, du. Geronimo. Oh, wei, wei, der rennt frei, der rennt frei, der rennt frei, der hat Zeit und Platz. Aber macht nichts draus. Jetzt schauen wir, dass wir hier richtig schlecht abschneiden, damit Hunter mit Mühe nur Zehnter wird. Ist ein bisschen spannender zu halten. Faul. Gar nichts. Scheiß Schwalben. Oh, Hunter, du Versager. Du steuerst, also bist du der Versager. Ja, eben. Mit Pressing spielen. Habe ich gesehen, dass er nichts kann. Das mit Verteidigen sie aber besser, finde ich. Oder er läuft einfach schlechter, das ist alles möglich. Bevor bei dir so ganz in der Spitze immer gestanden, bei mir steht immer irgendwo. Hierher, bricht das Fies. Du Ratz, du. Ich werte ja alle anderen so weit runter, dass es keinen Unterschied macht. Passt es? Wir grätschen aber mit den anderen ganz oft ganz schlecht. Lol, was denn jetzt? Fool. Ey, gar nichts kann er. Nee, wirklich. Das wird ein spannendes Match nachher gegen Irland. Nur ein bisschen kommentieren, da wir ja keinen Kommentator haben. Ja, ich glaube, die Leute sagen so auch, dass du ein Nieten bist. Brauche ich kommentieren. Der Hund ist immer groß, schon. Ja, wenigstens so Torschuss gehabt. Ja.
Ein Torschuss, kein Torschuss. Ja, aber einen vergebenen Elfmeter. Ja. Na, wir haben es rausholen müssen, weil er da durchgeht. Das stimmt allerdings. Und Öffnung kann jeder, aber ein Ausholen, das ist schwer. Wir verteidigen sie viel besser. Stängern für die Eva. Schiri wechseln. Der A-Hunter kann nix. Komm, Murdoch. Muss bei Murdoch immer ans A-Team denken. Meh, Bennett, meh. Ja. Der war einer der coolsten. Wenn nicht sogar der coolste. Gar nichts kann er, der Hunter. Komm, da kein Passfeuer mal das mal an. Cocky as fuck. Hab ich gesehen. Vor. Dann dürfen wir aber auch schon mal reinmachen. Na na. Ja, der kann gar nichts kriegen, kein Kopfball, macht keine Dings. Du kannst doch nichts. Ah, fliege ich aus meinem Gesicht. Fünf, acht. Dritter, passt ja. Lauter war Lieses an dahinter. So, jetzt hoffen wir, dass irgendwas Spannenderes kommt. Aber jetzt spiele ich wieder auf jeden Fall. Mit Hunter spielen. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard working training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract, but boah, ist das Kartenflimmern im Hintergrund grauslich. Don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, Football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams. Oh, he's got a mouth on him, hasn't he? He shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. Dream about it like reoccurring. Es hat mir nur gefällt, dass sie umdrehen und einfach niederbox. Voll so eine Schlägerei einfach so. Das wäre echt lustig. Ach, die haben den ganzen Tag draußen im Auto gewartet, oder? Nein, die sind gerade gegangen. Passt ja gar nicht auf. Nein, nein, seine Eltern. Was? Die zwei, was haben den ganzen Tag gemacht? Die sind gerade von der Bank aufgestanden und gegangen. Und wo sind sie jetzt im Auto? Warten auf ihn. Weil sie dann umzieht vielleicht? So. Oh, weh, weh. Das merkt man gut, dass er aufpasst. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been traveling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. Nah, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Stop you from following yours. I mean, you gave up everything. I'm gonna do it again. Come on. You know he just wants to be you. You? Alright. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards.
Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys to be nurturing young potential, and you boys, you've got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. We'll give it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing. We should call him. Good to you. Loading screens are fixing later. So, machen wir weiter. Oh, die waren schon wieder aus. Hi. Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Did you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Darren Bing and Teddy Welbeck. Mr. Taylor, good to see you. You can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Ja, es ist relativ unspektakulär und sehr, sehr trocken bisher, finde ich. Keine richtige Spannung drin, gar nichts. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Du suchst sogar der Gehalt aus. Scheiß drauf, welche Gehalt. Schau doch wenigstens die anderen Vereine mal an. Nein, für mich gibt's nur einen Verein. Aber es wäre interessant gewesen, was die Unterschiede sind. Ja, viel weniger Köln und so. Oh, ich hab bei Dings bei Crystal Palace geschaut. Oder für niedrige Wertungen, die sie von dir verlangen. Genau. Ja, natürlich. Hat er gesagt, bei Top-Vereinen wird von mir mehr verlangt. Das ist viel kleinere. Aber dafür stimmt das Geld mehr. Und kann man mir beweisen. Du bei meinem Verein. To remind the supporters what a hunter can do. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! This is just brilliant! War das aber echt cool. Nur immerhin kann so ein Verein aussuchen. Das ist echt krass. Premier League spürst. Ja. Ich will nicht trainieren, ich will eigentlich spielen. Ja, jetzt gucken wir noch kurz den Verein ein, dann würde ich sagen. Herr Mesut. Oh, wie geil. Der arbeitet aber jeden Verein, ha? Huh? Ja. Ja, Demo war bei Menu. So. So ein Geier. Ich glaube, der stalkt mich.
used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. Sehr sympathisch, dieser Asenmenger. Redet nicht mit die Angst an. Zum minderen Volk gibt er sich gerade erst auf. Die eigene Jugend ist sehr wichtig. Can't wait to get started, Mr. Butler. 1000%. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. Klubschi! Und Co. We want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. War das aber echt krass. Das haben wir nämlich unbedingt gewünscht. Dass man so einen Verein aussuchen kann. You want another one direction you need to go, and it's that way to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Ich glaube, der Morgentasche. Ja, Mr. Dickhead. Mr. Butler. Sag ja, Mr. Dickhead. Oh, meine Kollegen. Alex Hunter und Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. Alexis. Head off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. Oh, ja, dann hab ich's direkt unten durch. Na, glaube ich nicht. We're ready when you are, hombres. Bisschen Ehrgeizzahn. Da? Hätte ich sagen müssen. Alter. Aber die Loading Screens sind wirklich lächerlich. Schon wie viele Übungen das jetzt sind. Practice makes perfect, lads, and perfection is what we're after. Okay, der Zweikampf passt. Verteidigen mussten. Das hätte nicht so schwer sein, glaube ich. Mal schauen. Direkt umkackt die Sau. Auf alle. Lol, der wehrt sich ja gar nicht. Ich bin einfach so gut. Ja, das wird sein. Lol, der wehrt sich gar nicht, voll geil. Oh! Da war nur ein Peter Cech drin. Exzellent, du hast einen Fierce gebrochen. Wasser 6000. Ui, Tempo-Dribbling. Du hast ja vorher schon eine gute Leistung hingelegt. Du machst das gegen Arm. Hauptsache, wir fangen viel später an. Ja, aber er muss allerdings gerade rein. Oh. Exzellente! Das ist ja auch Goli drin. Ganz normal. Hab mich schon raufgeboxt. Boah, diese Ladezeiten sind aber wirklich lächerlich. Ja, wirklich. Ey, ey. Blimey, Hunter, you eat something different this morning. You were a monster out there. The rest of you, be like Hunter. Und deswegen ist es bei den Auswechselspielern oben hängen. Nicht bei den Reservisten. Well done, Alejandro. Alex,
beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, the better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro is. Ah, let's not be. What? And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. So long, we need to have a douche in this. So Heavy Rain style, oder was? Yeah. Hipster Kind. You know, it'll never ring if you keep staring. Ist auf Jobsuche. Any offers? Patience is a virtue. What was not taking you? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, there'll be other tours. See? Watch Bob. Hey? Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Nicht mitgenommen. Well? Nein, ich glaube nicht. Imager denkt, Alter, what the fuck? Irgendwo über den Atlantik. Das war aber schon gescheit cheesy. Me? You sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys! What do you do with all your frequent flyer miles? What? I thought you had to push them back. It's what we did when we went to Mallorca with Mom and Dad. What about eight, bruv? Reckon the gaff will pick us at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate, the first names on the team sheet. Straight to the top with them, huh? Is that how you work it? Press the buttons and they fair. Das kann nicht bequem sein. So. Ja, okay, gell, das ist schon ganz comfortable. Das Zimmer schaut so ein wenig schön aus als mein Zimmer. Against Paris. Ich finde es ehrlich gesagt relativ unspektakulär bisher. Ja, ich hoffe, dass es jetzt ein wenig mehr steil bergauf geht. Mit Hunter spielen. Spiel bloß mit Hunter, dann geht's schneller. Spiel mit der BF. Deswegen ist er erst eingewechselt. Schrauben die Leute so. Was
Alarms lautet immer noch. Rum. Den würde ich anspielen aus dem Pfeife. Sanchez. Der Dirty Sanchez. Lass mir den Spieler da rum. Hä? Lass mir den Spieler da rum. Ja, deine Spieler schauen alle gut aus, sie sind alle Motion Capture geworden. Schauen die Gesichter trotzdem komisch aus. Ich finde es ziemlich gut, oder? Ich finde die Augen sind immer noch komisch, aber das hat Battlefield alles Problem, dass die Augen so. So fängt doch die Demo eigentlich an, oder? Na, doch? Na, die Demo fängt beim Menü direkt ja, an. Ja, im Menü. Also da fängst du in der Liga an und er spielt fix von Anfang an, du nicht. Und du wirst sie gemeinsam eingewechselt. Es ist nach wie vor knapp eine dünne Führung für Arsenal. Und Hunter soll jetzt ja, eingewechselt. Nochmal die Offensive verstärken. Und mein Arsene Wenger redet eh nicht mit dir, weil du bist ja Youngster, das haben wir ja schon gelernt, aber. So, jetzt machst du den Kopfball an, dann können wir schlafen. Ne? Oh, Hunter, Spuren. Sehr gut, Hunter. Damit bist du schon mal positiv aufgefallen. Augusta. Maxwell. Stambouli. Und bei der nächsten. Gib Freistoß gegen Arsenal. Was ist er denn? Elini. Lesen kann ja, aber ich weiß trotzdem, wer er ist. Ägypter. Vielleicht ist sogar die erste Mannschaft. Jetzt der Angriff von PSG. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Abgefangen, gut gemacht. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Schussversuch. Den Ball hält er gut. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Haben wir Ecke, oder? Ja. Sei froh, dass du die Ecken schießen musst. Er bekommt Hilfe. Hunter. Und da war er zur Stelle. Super Parade. Ego-Schwein. Ich hätte den Hunter schon ausgewechselt, da weiß ich, wie Teamplay geht. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Mohamed Elneny. Wird das seine Torchance? Jetzt Hunter. Und das war richtig knapp. Du musst übrigens 7 Bewertung erreichen, ne? Über das Kopf. Beim Tor habe ich die schon längst. Hä? Beim Tor habe ich die. Aber dazu muss er erstmal Tor schießen. Nun Alexis Sanchez. Weil er eigentlich verlangt. Bernard spielt den Ball direkt zurück. Den Pass spielt er gut. Und jetzt die Chance. Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Also dieses PSG kann er gar nichts. Jetzt muss Kalibra mehr haben. Ich kann so weniger. Oh, steht PSG. Können wir ein schlechter Gamer? Sie die Defensive überraschen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Ja, und. Und ist er da hingegangen? Wer es kann. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Die Maria!
Den Ball hat er nicht voll getroffen. Die Maria vergibt. Genau das. Mohamed El Neni. Gibbs. Kieran Gibbs. Jetzt Alexander. Und er gewinnt den Zweikampf. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten verletzt. Schenken sich beide Mannschaften nichts. Maxwell. Bei Summer Alexander, du kannst ja nicht schon Weichei sein. Wir schauen auf die Uhr. Übrigens immer noch bloß eine 6-8 Bewertung. Auf das ist erwähnst. No pressure, du hast 3 Minuten. Und jetzt der Ball auf außen zu Alexis Sanchez. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Nun Matuidi. Souverän, er hat den Ball. Oh Mann, ist grün. So hast du Nachspielzeit. Aber kannst du erst mal den. Kannst du bitte damit aufhören? Ich möchte ein bisschen zwisten, wollte ich das sagen, aber motivieren. Du machst mich extra ganz deppert. Das ist 6 Minuten noch, das ist ein Bonus. Die haben es, glaube ich, ganz gut mit mir. Das glaube ich, die haben wir immer verloren. Ich muss länger quälen. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Augusta. Die Maria! Das war die Chance. Die Maria macht es ja fast. Aber er macht ihn nicht. Mohamed El Neni. Philipp Bernard am Ball. So, das war eine Stunde mit Journey. Jetzt guckt man, was der Trainer sagt, da der Martin ja versagt hat. Oh wei, oh wei. Zwei Dinge versagt. Da will er gar nicht glücklich sein. So, bescheiden. Dafür müsst ihr jetzt in der Dusche dann Arsch hinhalten. Startelfbonus 0, Torschützenbonus 0. Achso, die gingen nach englischen Werten aus. Deswegen kriegst du bis zu 4,5 Millionen Pfund wert. Weil wenn der Pogba so viel wert ist wie die Bayern Startelf, dann kann man für einen 18-Jährigen schon mal 4,5 Millionen Pfund abgeben. Der nichts reißt. So, wie fandest du den Modus? Eigentlich nicht sehr spannend dabei. Okay, ich auch nicht. Und von dem her verabschieden wir uns und jetzt gehen wir dann noch ins Duell. Hast du, kriegt jetzt erstmal das Video extra und dann machen wir noch eins, wo man den Multiplayer sieht. Von dem her sagen wir ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.